Unser größtes Problem ist einfach, das Haus ist zu klein. Wir haben keinen Platz. Ich habe keinen Platz zum Fotografieren. Alex hat genug, aber ich nicht. Und ich bin auch wer und ich möchte auch mich weiterentwickeln. Also brauchen wir Platz. Gut, jetzt warte mal, ich brauche die Lampe ein bisschen weiter hin. Du bist mir viel zu hell. Super, Mach mal ganz Platz, klar. Mama. Sag mal, geht's noch? Soll ich vielleicht mal der Kundin Hallo sagen? Hallo, ich bin Freddy. Freundchen! Hallo? Ey, sag mal, mach das so viel Schwitz, du bist fetzig! Ja und? Ich dreh dir gleich in den Arsch, mein Freund. Mach die Tür Weihnacht. Zu, aber von draußen. Ey, Entschuldigung, fetzig? Da geht gerade mal alles mit dem durch. Okay. Okay, normal macht er das nicht, aber ich glaube Pubertät, weißt du? Okay. Und genau, jetzt zieh mal den Ding aus und fallen dir die Möpse gleich raus. Mama, was machst du da? Ach, Sarina. Bitte, bitte, sei so gut. Lass mir mal eine halbe Stunde. Komm, Entschuldigung. Auf, Mensch. Hau ab, Mensch, gleich. Okay, wie viele Kinder kommen jetzt? Das war's, ey. Ich hab leider keinen Schlüssel, sonst hätte ich hier schon längst zugeschlossen. Ein bisschen störend ist es halt schon, wenn hier ständig irgendjemand rein. Ja, das ist halt scheiße. Ich brauche einfach mehr Platz, Mensch. Ja. Ich fand's richtig doof, weil andauernd hat mich irgendjemand gestört. Die Sarina kam rein, der Paddy kam rein. Es geht einfach nicht. Ich hab einfach keinen Platz. Ich will mich ausbreiten können. Und das Model, ich glaube, die war ganz schön angepisst. Sehr, sehr gut. Zuppi! Alex, du störst gerade. Eben waren die Kinder schon da. Bitte. Ja, ist doch scheiße. Hast du ohne dein Fotostudio, musst du nicht hier machen. Weil ich hab gleich Feierabend, will mich hier mal auf die Couch hocken. Ey, das ist noch eine halbe Stunde. Jetzt stell dich mal so an. Nee, das ist assi hier. Das habe ich echt keinen Bock drauf. Aber was ist denn da assi? Ey, wir haben ein Studio da unten. Da musst du nicht hier oben rum fotografieren. Geh raus, es ist super Wetter, gerne rein. Oder was weiß denn ich? Ich hab ja schon mal gesagt, wir brauchen mehr Platz. Ja, ich will ein Haus. Ja, ich glaube, du spinnst ein bisschen. Aber wieso denn nicht? Ja, hab ich einen Geldscheißer oder was? Kacke ich hier Goldbahn aus dem Ding? Sag ich, nee, kannst du abhaken. Mein Gott. Haus kaufen. Wir bezahlen Mieten. Ob du Miet bezahlst oder ob du an die Bank bezahlst, ist ja wohl egal. Ja, nee. Also ich, ey, das sehe ich gar nicht in. Den Ehestreit das stören, kannst aber du abhaken. Also mir reicht's. Ich bin immer diejenige, die zurückstecken muss. Das sehe ich nicht mehr ein. Seit 11 Jahren sind wir zusammen und arbeiten zusammen. Und ich bin immer die, der den kleinsten Raum kriegt und kann meine Kreativität, wie sie es ausdrückt, aber gar nicht entfalten einfach. Mir reicht, ich gehe jetzt. Das bringt mir jetzt wirklich überhaupt nichts. Da ist mir auch meine Zeit jetzt zu kostbar. Ihr könnt weiter diskutieren. Die drei Störungen reichen jetzt einfach. Okay. Sorry, also ich packe meine Sachen. Ich kann mich wieder im Bad umziehen? Ja, natürlich. Gut, alles klar. Ja, nee. Gut gemacht. Ja, sorry, aber... nix, sorry. Mich nervt halt, dass die hier in unsere Privaträume halt rumfotografiert. Mach ich auch nicht. Stell du wie hier oben auch nicht. Also, wir haben Platz genug. Wir haben angefangen mit einem ganz kleinen Studio. Und wir werden immer größer. Und das Studio ist eigentlich groß genug. Und wenn sie halt keinen Platz hat, dann soll sie irgendwo draußen fotografieren. Komm, geh. Ich bin jetzt echt pissig. Okay, ich hab ein Haus. Kannst du selber kaufen, aber nicht von mir. Ja. Das geht gar nicht ab. Ja, super. Ich bin doch kein Geldscheißer. Hauptsache, du hast genug Platz, ey. Für 1000 Gasttätowierer haben wir Platz. Nur für mich nicht. Danke, ich wohne auch hier. Mann! Guck mal, hier steht ein Haus in Geisenheim drin. Mit 7 Zimmer. Und einer Scheue. 7 Zimmer, perfekt. Und eine Scheue. Und gar nicht so teuer. Guck mal. Das hat gereimt. Schätze rein. Guck mal, das geht doch vom Preis nee. Her. Bitte. Ey, wir sind jetzt gerade nach Geisenheim gezogen. Ja, ist doch aber ey, wir sind froh, dass wir uns das hier leisten können. Jetzt fängst du im Haus an, ey. Ich will irgendwann halt mal zur Ruhe kommen und da habe ich keinen Bock jetzt schon wieder Schulden. Wir haben jetzt seit 10 Jahren hier ackert ohne Ende, ohne einen Ratze Schulden. Ich kann nachts pennen, weil ich weiß, ich habe keine Schulden, ich habe alles bezahlt. Und jetzt wegen einem Haus Schulden machen, boah. Alex, ich guck mal, 7 Zimmer und eine Scheue dabei. Die Sarina hat auch gerne 2 Zimmer. Genau. Du auch. Das ist viel zu klein. Ja, ich hätte gerne eine Scheue, Alex. Guck mal, eine Scheue kann man bestimmt geil umbauen. Ja, als wir müssen das. Wir müssen das bezahlen.
Das kann uns das Knick brechen. Das Tätowieren geht noch 2, 3, 4, 5 Jahre. Ey, dann haben wir 100, 200, 300.000 Euro Alex, Schulden. Alex, jetzt überleg doch mal. Ey, ich hab seit 10 Jahren keine Niederratzer Schulden. Nein. Die Reaktion vom Alex war natürlich wieder voll übertrippe. Aber so kenne ich ihn halt, das macht er immer. Und immer, wenn was neu ist, und dann ist er erstmal 1000% gehe. Finde ich scheiße. Ey, leck mich am Arsch. Ach, Alex, weißt du was? Ey, vor 10 Jahren wolltest du kein Tattoo-Studio aufmachen. Krieg ich nicht gebacken. Dann wolltest du nicht hier runterziehen. Nee, da wo wir jetzt sind, geht alles gut. Der Laden jetzt läuft noch viel besser. Immer wenn ich eine Idee hab, sagst du immer nein. Hier in die Räuberhöhle, was ich mache, mal zu. Zuschließen, dass uns keiner stört. So. Ja, gut. Ja, ist halt klein, gell? Ist halt doof, ist ein Keller. Aber ich habe hier ganz viel Dekozeug. Mhm. Kannst dir gerne was ausholen, auch Federboas und so. Hüte, wenn du irgendwas willst. Engelsflügel kannst du gerne benutzen. Wenn du noch eine eigene Idee hast, sagst du es mir einfach. Ja. Ja? Naja, gut, wirklich begeistert bin ich jetzt hier jetzt nicht. Unbedingt. Ja, ich weiß. Du, ich. Extrem klein, viele Möglichkeiten hat man jetzt auch nicht. Nee. Aber ich probiere mir das Beste draußen. Mich kotzt halt auch an, weißt du. Ich hätte gerne ein Häuschen, wo ich auch mal ein bisschen mehr Platz habe, aber hast du ja das letzte Mal mitgekriegt. Bin froh, dass du wieder da bist. Freut mich halt echt. Ja. Hier, weißt du was? Oben ist doch diese geile Theke. Ja, okay. Mir ist gerade eben was gekommen. Schätzelein, willst du mir eine Falle tun? Ja. Hier ist ja kein Platz. Ja. Ja, das stimmt allerdings. Wenn du jetzt mit mir hochgehst, so wie du aussiehst, und wir machen Fotos im Laden, willst du es machen? Ja, klar, gut, warum nicht? Echt? Logisch, ja. Aber es kann sein, dass da Kundschaft sitzt oder so. Nicht, dass, ja gut, wenn es die nicht stört, ich habe damit kein Problem. Ja, dann zeige ich dem Alex mal, dass ich mehr Platz brauche. Okay. Ja, klar, echt? Logisch, können wir machen. Komm, Süße, geh mir hoch. Haha! Jetzt kann er was erleben, der Sachse. Sei so lieb und rutsche mal weg. Ich mach gerade ein paar Bilder. Aha. Alles klar. Geh mal zum Alex hin, oder in den Piercing-Raum. Genau. Hey Alex. Hm? Was geht denn hier? So. In deinem Studio. Deine Frau schickt mich weg. Ich kann nicht schaffen. Nee. Mach die hier Bilder, oder was? Ja. Bamba, muss das hier sein? Ja. Bamba! Was? Muss das hier sein? Die Theke sieht halt ganz gut aus. Ja, schwarz, ich sehe auch gut aus. Ja, aber ohne ist halt... geht nicht. Das Bunny kannst du ohne fotografieren, aber nicht hier. Ich habe ohne halt... Hier ist ganz normaler Verkehr, geht nicht ab. Das ist doch nur mal 10 Minuten. Nee! Ich kann es überhaupt nicht ausstehen, wenn der Alex mich blöd anmacht und da sind Leute da. Ich mach sowas nicht, ich find's unmöglich, ich mach's bei den Kindern nicht. Also erwarte ich das auch, dass es bei mir einer nicht macht. Bisschen auf den Sack, dass Alex jetzt sagt, nee, es gibt keinen Plotter, bla bla bla, wegen Geld. Er soll mir einfach ein bisschen vertrauen. An sich ist das Ding ja geil. Oder was meinst du, Paddy? Ist halt schön von der Tapete, vom Laden. Ja. Passt halt gut zu uns. Ja. Ich hoffe, dass ich ihn Alex damit überzeugen kann. Also ich denke, das Logo, also so dieses RHG, dieses Schrift da, ist eigentlich ganz cool, ist eigentlich recht einfach. Und dieses Geschnörkel mit diesen Blättern finde ich eigentlich auch ganz schön. Familie. Hallo. Hi, Irene. Hallo. Ich wollte dir mal zeigen, wegen meiner T-Shirt-Idee. Okay. Ich habe jetzt einfach mal was gemacht, weil Joe hat gesagt, ja, tu mal deine Motive da so drauf stecken. Das ist doch, sag mal, ist das unser Tapet?
Und im Lade. Ja. Ach geil, oder? Aber ich würde das hier halt noch schwarz machen. Super geil. Finde ich auch super schön, ja, hast gut gemacht. Dafür brauchen wir einen Plotter. Ja. Ja, da muss aber noch was kommen. 4.000 Euro. Warum? Das Ding kostet 4.000 Euro. Also wenn du da jetzt echt mal richtig... Ach, Alex. Jetzt komm, ey. Ein T-Shirt hat sie jetzt gemacht. Ja, jetzt kannst du dir den Plotter kaufen. Ach, komm ey, jetzt. Ey, ein T-Shirt. Ein T-Shirt, Alter, das geht gar nicht. Alex, bitte. Ich meine, ey, das Entwurf ist super geil. Super geil, aber ey, ein Ding. Ich hab halt gesagt, das soll ein bisschen. Ach, jetzt hat sie sich so ein Mühe gegeben. Ja, natürlich, hat es auf jeden Fall. Ist auch super geile Idee. Vorlagen brauche ich auch noch. Ich habe jetzt keine 50 T-Shirts und 50 Vorlagen, wo ich die 50 Vorlagen alle ausschneide. Mach halt weiter, aber das ist. Ist mir halt einfach zu wenig. Mal ein T-Shirt, ja klar, ey, mach ich mal ein T-Shirt, ich mach auch mal zwei T-Shirts, mach auch mal drei T-Shirts. Aber da, wenn sie jetzt damit ihr Leben finanzieren will, muss die 50 T-Shirts am Tag machen, dass sich das rentiert. Und ob sie das macht, ob sie da die Nerven dafür hat, weil sie flippt halt schnell aus, wenn halt nach dem zweiten, dritten Mal irgendwas nicht geht. Alex, das finde ich echt scheiße von dir. Ein T-Shirt. Alex, nee. Ach, Sarina. Hey, sorry, das geht nicht. Lass mich in Ruhe jetzt. Sarina. Alex, du bist echt ein Arsch manchmal, ehrlich. Hey, hey, wir haben T-Shirt hier. Ach, wir haben T-Shirt. Irgendwann musst du doch mal anfangen. Rine! Warte, 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 warte. Warte. Mal lass mich doch mal mit Sarina, Sarina, komm mal her. Setz dich mal bitte dahin. Komm. Bitte. Schätzelein. Nimm's nicht so eng. Und der ist behindert. Ja, das ist mal ganz ernst. Er sagte, mach mir sowas, bla bla bla, Scheiß weg. Dann ich macht er sowas. Ja, ich weiß. Du kennst so einen Alex. Er ist manchmal echt ein Arsch. Ja, das ist... Alex ist, ja, der ist geizig und egoistisch, aber voll. Das Gegenteil von mir. Ist aber auch gut. Ich hab ja schon mal gesagt, ein Topf und ein Deckel passt halt am besten zusammen. Prinzesschen, magst du so einen Plotter haben? Ja. Und du versprichst mir auch, dass du was damit tust. Ja, ich weiß es. Du musst doch selber irgendwie auch mal Geld verdienen oder ja, so. Ja, ich finde das auch eine super gute Idee. Und ich finde es echt geil, dass du selber was machst und selber kreativ bist. Finde ich echt klasse. Ja. Und der Alex, ach, den muss man manchmal nur schütteln. Weißt ja, wie er ist. Ja. Das will ich nicht und das will ich nicht. Und, der, und Geld hier und Geld da. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Ja. Ich bestelle einfach eine. Ja, oder so. Das ist gut. Oder? Ja. Oder? Ja. Wenn ich liebe,